Olli hat uns wieder reingelassen, komischerweise. Vielleicht auch, weil wir diesmal den Australian Outback Master nicht mitgebracht, nicht dabei haben. Aber wir haben trotzdem, Jens, ein Top-Achtelfinale. Ja, ein Stallduell. Lewis Hamilton gegen Valtteri Bottas, nein, Rosberg, nämlich Bautzner gegen Bautzner. Da haben wir schon ein kleines bisschen Angst davor. Deswegen finde ich, sollten wir anfangen mit Dijon gegen Mittelschaft. Mit dem Franzosen gegen den Straßenfußballer. Ja. Wir fangen an. Erstes Kriterium, hilfst du? Wiener. Fleischpflanzel. Verrückt. Und Leberkäse. Das wird aber fleischlastig. Wahnsinn. Das ist fleischlastig hier. Wahnsinn. Also, mit Holle, unserem Gast Game of Senf, sprich etwas länger als sonst. Nur noch mal zur Erinnerung. Boah, der riecht ja. Ich weiß nicht, ob das der Holle ist oder der ist das für mich. Wie sagt Josef Vater so schön, da brauche ich gar kein Brot dazu. Wirklich, ja. Vielen Dank. Das großartige Zusammenspiel beim Dijon ist halt das mit dem Meerrettich, der es wirklich scharf macht und der, mir ist ja vielleicht um eine Nuance zu säuerlich, wenn es mit dem Wiener gemeinsam ist, aber da ist einfach mehr da. 39 Cent, ja, da fehlt, mir fehlt hier ein bisschen was, ist mir zu wenig, deswegen mein S, wenn du so lieb bist, für den Dijon. Ich finde der Dijon scharf, ja, aber er zeigt mir keine Klasse und er gibt mir zu wenig Geschmacksvolumen. Da ist nur die, komischerweise mit der Wiener, nur die Schärfe da. Der Ja hingegen, bei dem fehlt mir komplett die Schärfe. In dem Moment. Ja. Deswegen, ich würde für die Mischung plädieren. Pimp your Dijon mit 39 Cent. Genau. Ja. Schmier es ein bisschen zusammen. Das schmeckt, glaube ich, gut. Aber ich komme hier nicht umhin, dem Dijon meine Stimme zu geben. Schweren Herzens. Ja, das ist der Außenseiter, den wir mögen. Ja. Der gefällt mir in dem Moment eigentlich auch nicht so gut. SC Freiburg. Kann man nicht remisieren? Doch, nein. Remisieren. Nein, das haben wir das letzte Mal schon versucht. Das ist das und Fly. Was hat dir besser geschmeckt heute? Ich sag ja. Du sagst ja, der Böde sagt ja, na bitte. Was aber vielleicht auch daran liegen kann, dass ich halt kein Meerrettich mache. Das ist natürlich schlecht. Das ist, ich sag, das ist schon fürs nächste Duell. Da bin ich doch eher voreingenommen. Fleischpflanze. Heute ist er so ein lieber Kerl, kennt mich gar nicht eigentlich und lädt mich zur 10-Jahres-Feier des Stadions an. Ich erinnere mich gut, war eine fantastische Veranstaltung. Und wenn ich mich nicht irre, gab es auch kleine Fleischpflanzen. Ja. Und es gab ein Flying Buffet. Ich glaub, ich hab da irgendwie die Chance erwischt. Und ich erinnere mich jetzt daran, dieses Fest, und deswegen ist es für mich wieder der Dijon. Olle. Ich kann mit Dijon nichts anfangen. Ja, gut. Schwierig. Ganz schwierig. Dass, wenn das so ist. Ja, weißt du, was ich sage? Ich gleiche auf Zen zu Zen, weil der ist mir vollmundiger. Beim Dijon, der ist mir zu dünn. Ja, der Dijon ist mir zu dünn. Das ist... Ich hätte hier gerne mehr Schärfe und hier gerne mehr Geschmack beim Dijon. Leberkäse. Der Dijon hat Glück, dass diesmal vom Leberkäse sehr viel Volumen kommt. Und entsprechend braucht er ja dieses Volumen gar nicht mitbringen. Der sollte ein bisschen mehr Schärfe bringen. Ich hatte den in der ersten Runde fast besser in Erinnerung, muss ich sagen. Und der Dijon gewinnt hier für mich das P, weil er mit seiner Schärfe da gut ankommt und das mangelnde Volumen, wie gesagt, macht der schwammartige Leberkäse wird. Oder sagt man Fleischkäse? Fleischkäse. Sagt man bei uns daheim. Fleischkäse. Und was sagst du hier? Na? Ja. Mit Leberkäse? Nein. Mit Leberkäse? Absel. Sagst du ja? Oh, sag Jens. Nee, sagst du? Sag ich Dijon. Dijon? Tatsächlich, ja, mir war es jetzt wirklich. Ist eine wunderbare Mischung. Da wäre mir jetzt der Jahr auch mit. Zu wenig, oder? Ja. Der Jahr war einfach war nicht mal da. Das heißt, von dir gibt es da auch noch einen Buchstaben hier? Ja, Senf. Ja, bitte. Bautzner Mittelschaf gegen Bautzner Senf mit Meerrettich. Dürfen wir Holle sagen, wie wir den Bautzner mit Meerrettich... Nein. A, weiß Holle das, weil er das ja alles geguckt hat. Ja. Und B, soll jeder unvoreingenommen in diesen Test gehen. Optik. Die Enttäuschung von gestern ist die Überraschung von morgen. Weißbrot und... Endlich mal wieder Leberkäse. Endlich Leberkäse. Boah. Endlich. Also Optik, fangen wir da an. Optik. Hier natürlich, man darf ja nicht vergessen, der Bautzner war natürlich gesetzt, entsprechend machen wir ihn das erste Mal auf. Das hier landet mal wieder irgendwo in der Natur, wir wissen das. Oh, aber der sieht aus, wie ein Senf aussehen soll zunächst, ne? Naja.
Also ich finde, allein Bautzen 1 gegen Bautzen 2. Ist schon hart, oder? Leipzig-Salzburg. Schönes Plastikduell. Habe ich denn? Ich kann's gar nicht drauf. Achso, ja, wortwörtlich. Ja, wortwörtlich Plastik. Das hat Plastik. Uns auch ein bisschen, ja, aber hier ein bisschen gestört, den Markus und mich. Aber du hast ja, glaube ich, gesagt, die großen Bautzen, da gibt es auch im... Die gibt es auch in ewig großen Eimern, ja. Und dafür sind sie dann für alle Zwecke zu verwenden. Olli, jetzt musst du anfangen, weil Markus und ich haben natürlich bestimmte Kriterien, was Optik, Haptik, Umweltschutz angeht. Leg du mal vor. Natur ist nicht so meins. Ich finde es einfach klasse mit Plastik. Ich finde es echt toll. Ich finde das richtig gut. Plastik ist für mich ganz weit vorne. Na gut. Plastik ist dein Jute. Plastik ist dein Jute sozusagen. Ja, ganz das heißt, klar. Und auch so von der Färbung, von der Konsistenz. Ja. Also schau doch mal an hier, die Konsistenz. Mir gefällt die Konsistenz vom Meerrettich besser. Nein, mir gefällt das Glas besser. Der zerfällt hier. Also mir gefällt das Glas bei dir, auch besser, aber schau mal, bei mir nicht. Auseinandergeht. Bei mir gar nicht mal so. Schau, bei mir sind das zwei schöne Klöpse. Ah, okay. Oh, der eine schwimmt, der bewegt sich noch. Aber mir gefällt mir der hier ein bisschen besser. Warum? Ja, weil der hier interessanter aussieht. Okay. Klar, der wirkt fester, da kann man. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber ich würde hier tatsächlich in Richtung Meerrettich gehen. Ja, ich gehe nur deswegen in Richtung Meerrettich, weil ich im Gegensatz zu Rolle ein Freund des Glases bin. Das nein, Glas und des Meerrettich, das auch. Bautzen. 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 Jetzt kommt ihr nämlich, wie heißt der Verein von Bautzen? Hast du nachgeschaut? Regionalliga. Was? Nordost. Bödissa. Bödissa Bautzen. Also wer ein Trikot von Bödissa Bautzen uns schicken kann, werden wir sie erbaut. Diesmal, im direkten Vergleich, schmeckt man den Meerrettich, den wir letztes Mal noch so vermisst haben, hier tatsächlich stärker raus. Die Harmonie mit dem Brot ist für meinen Geschmack aber hier schon völlig gegeben. Entsprechend ist der Bautzener Senf mittelscharf mein E. Meins auch. Oh. Plaste. Damit schafft er es ins Finale mit seiner Hauptplaste. Ja, ich bin aber euch dabei, und zwar aus dem Grund, weil wenn wir davor schon in dieser Runde den Dijon hatten, dann wenn schon Meerrettich, dann bitte so, dass man ihn auch wirklich, dass er durchbeißt, und da beißt er nicht. Ran an den Leberkäse. Oh. Wie schnell isst du? Ja, zu schnell. Da kommt jetzt der Mittelscharf zu langweilig daher. Vermischt sich gut, finde ich, mit dem Leberkäse, ist in Ordnung, aber der hat wirklich, also der Meerrettich hat ein kleines bisschen Eigengeschmack, und in dem Fall ein i-Tüpfelchen. N für Meerrettich. Also ich habe vorhin Dijon. Ja. Dijon und Leberkäse. War in Ordnung. Aber? Ja, war sehr gut. Aber. Da muss ich sagen. Ja, gut, ja bitte. Bringt ja nichts, wenn es ja nichts bringt. Das hier, oh, da ist die Entscheidung schon da, noch bevor ich sage, dass das für mich das stimmigere Gesamtpaket war. Es war so. Ja, ich glaub's dir, bitte. Und entsprechend haben wir den Bautzner Mittelscharf, einen der Top-Favoriten. Mhm. Von dem wir sagen können, er kommt sehr solide, sehr gut ins Turnier. Ja, aber solide. Ja, sehr solide. Er kann sich kein 1 und 0 wie Steffi Graf, die gleich hinter dir hängt. Er muss sich die Turniere reingehen. Er muss sich dann natürlich noch als Turniermannschaft beweisen, als Turniersenf. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch gespannt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Es geht weiter nämlich am kommenden Sonntag. Sonntag ab 10 Uhr ist das Ding wieder online auf dem YouTube-Kanal Gaub3000. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, außer Holle, der ist nicht bei Instagram. Facebook. Stadion bei Facebook natürlich. Stadion an der Schleißheimer Straße. Wir werden das auch noch genau unten einblenden. Und gerne Daumen hoch, gerne teilen, gerne kommentieren und gerne auch in der Beschreibung gucken, wie ihr dieses Senfduell nachspielen könnt. Bis Sonntag. Ja, spielt es selbst. Lass es schmecken. Schaut euch, ihr holt euch bitte, Markus, stellst du bitte deinen und einen Teller von Rolle nach hinten. Ihr habt zwei Fische, ich bin gleich den Ball. Stark. Merkst du, woher die Anweisungen kommen hier bei ja. uns? Ja, einer muss ja. Ich habe nur so viel gegessen und überzeugt. Das ist ganz schlimm.